Also ich habe keine Präferenz. Ich gucke seit Jahr und Tag die Olympischen Spiele. Für jeden Sportler ist das ein besonderes Ereignis. Das wird auch für alle, die dieses Jahr in Sotschi dabei sind, so sein. Insofern freue ich mich, wenn es losgeht, und werde eifrig vom Fernseher sitzen. Ja, eine Prognose ist schwierig. Wir werden natürlich nach Hamburg fahren und versuchen, dort zu punkten. Es ist eine spezielle Konstellation. Beide Mannschaften sind 2014 in den Startblöcken hängen geblieben. Der HSV ist abgerutscht nach gestern Abend auf einem direkten Abstiegsplatz. Insofern wird es sicherlich eine brisante Partie werden. Naja, wir haben das im letzten Sommer gesagt, als wir aufgestiegen sind. Wir wollen versuchen, den Verein zu etablieren in der ersten Bundesliga. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, wollen jetzt möglichst schnell wieder an die Erfolge anknüpfen, wollen dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen. Und das wird auch die Zielsetzung sein in den nächsten Jahren. Die Bundesliga ist sehr, sehr eng beieinander. Hinter Bayern München, die einsam an der Spitze kreisen. Es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, wo es sicherlich aus unserer Sicht eine Herausforderung sein wird, auch jedes Jahr wieder die Startberechtigung für die erste Bundesliga zu erreichen.